Ja, herzlich willkommen zum kleinen Titisee-Vlog. Ich bin jetzt gerade unten im Kurpark. Da ist der Titisee. Und ich laufe jetzt irgendwie in die Stadt rein. Beziehungsweise in das Örtchen. So wie die Stadt ist das ja nicht. Eine Neustadt. Ist ein ganzes Stück weiter entfernt. Mal schauen, was da so geht. Ich will da anrufen. So, da war erstmal mein erster Stopp. Ich war eben schon unten. Bin dann mal durchs Gedränge gelaufen. Das ist ziemlich voll natürlich. Ist ja auch logisch. Ich denke, ich werde mir mal irgendwie was zu essen suchen, eine Kleinigkeit. Und dann bin ich aber überlegen, ob ich den Rundweg einfach einmal mache. Man kann einmal komplett rund um den Titisee gehen. Da muss ich gleich mal schauen, ob ich da auch eine Karte finde, wo der Weg genau lang verläuft und so. Das war schon einfacher als gedacht. Ich bin nur ein Stück weiter runtergegangen, aber ist ja auch direkt am Tourismusinformation hier. So, ich bin hier irgendwo. Hier ist mein Campingplatz, hier oben. Und ich bin jetzt hier einmal runtergelaufen. Jetzt schaue ich mich hier erstmal ein bisschen um. Ich werde was essen erstmal. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich nachher einfach den Weg hier rumlaufe und dann so wieder zum Campingplatz. Ja, das überlege ich mir gleich mal. Mega lange Schlangen, weil es da alles mögliche andere Sachen auch noch gibt. Ja, jetzt laufe ich gerade mal hier ein Stück außerhalb von dem ganzen Gewirre rum und zum Bahnhof. Einfach nur mal hier am Bahnhof gucken, was da so geht. Dann laufe ich gleich wieder zurück rein. Also gefunden habe ich vorhin auf jeden Fall doch was. Eine Brezel nach langem Anstehen. Und ja. Schauen wir mal weiter. Ich überlege ja das mit dem Rundweg auf jeden Fall noch, ob ich da rumlaufe oder nicht. Aber ich glaube, der ist auch nicht so allzu interessant. Ja, ich laufe jetzt hier in die Richtung und suche mir auf jeden Fall was zu essen. Oder ich setze mich erstmal noch mal unten ans Wasser. Ich schaue gleich. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Campingplatz wieder. Ich habe eben eine Kleinigkeit gegessen. Ich werde da eben Sachen wegbringen, die ich eingekauft habe. Und mir das Stativ für das Handy holen. Und dann laufe ich die Runde noch einmal. Den See. Ein bisschen was zu trinken mitnehmen. Das ist schweineteuer hier alles. Ja. Ich hoffe, jetzt auch den direktesten Weg hier an der Straße entlang. Wir haben das jetzt 3:30, also 15:30 und das ist, denke ich, noch genug Zeit, um einmal komplett rumzulaufen. Die ganze große Strecke sollen 7,5 Kilometer sein und ich denke mal, ich komme so auf 5,5. Ja. Vielleicht finde ich noch einen Ort, wo ich baden kann. Nochmal und ja. Aber jetzt erstmal kurz zum Campingplatz. Eben die Sachen wegbringen und dann geht's los. So,
So, ich bin jetzt nochmal im Zelt und habe hier einmal Durchluft. Durchluft, genau. Lüfte hier nochmal eben durch. Ein bisschen die Wärme rauslassen. Ist aber gar nicht so warm hier drin. Ist auch ein weißes Zelt. Anscheinend geht das ganz gut so. Ja, jetzt habe ich noch was getrunken. Ich packe jetzt meine Sachen eben, beziehungsweise so viel brauche ich gar nicht packen. Ich nehme eine Flasche Wasser mit, die fülle ich mir noch auf und ja, mein Handy und so ein bisschen Kleinkram. Ein Handtuch, falls ich noch schwimmen gehen will zwischendurch. Ja. Und dann geht's los, 16 Uhr jetzt. Ja. Ganz kleine Planänderung. Ich habe noch mal eben bei Google Maps nachgeschaut. Und ich würde Ewigkeiten halt einfach nur an der Landstraße langlaufen. Dazu habe ich eigentlich gar keine Lust, es ist viel zu warm. Und da fahren ziemlich viele Autos und ein Gehweg auf der einen Seite, Fahrradfahrer und so. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe hier hinten. Kann man das überhaupt sehen? Da, wo diese etwas größeren Bäume stehen. Da gibt es ein Tor. Und da geht es dann auf den Berg rauf. Oder einen kleineren Hügel, wie auch immer, ich weiß nicht genau. Naja, da kann man einen schönen Rundweg laufen. Den werde ich jetzt noch machen. Eventuell kann man von dort oben ja auch schön über den See gucken. Also noch ein bisschen. Ja. Sachen sind gepackt. Ich mache jetzt das Zelt zu und dann geht das los. Ja, wir sind jetzt oberhalb vom Campingplatz. Da steht mein Zelt. Da hinten, den Campingplatz, den man da sieht, das ist noch ein ziemlich großer. Also der See ist hier so zu Ende irgendwo. Und da ist eigentlich noch ein Campingplatz oder ein Stück weiter. Das ist dieser Terrassen, obwohl das ist, glaube ich, auch schon dieser Terrassen-Campingplatz. Sandbank oder so heißt der. Da wollte ich ursprünglich hin, aber das war mir eigentlich schon zu weit drumherum. Kostet das Gleiche. Und mit dem bin ich eigentlich auch ganz zufrieden, bis auf, ich weiß nicht, ob man es sieht, die Zeltplätze sind fast alle ein bisschen schief. Die haben alle irgendwie Neigung, es geht immer bergab. Aber man findet immer einen Platz eigentlich, wo es einigermaßen gerade ist. Das stört mich jetzt auch nicht so. Also es ist nicht so, dass man wegrutscht mit dem Zelt oder mit der Isomatte. Ja. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Hier oben, nämlich ganz praktischerweise eigentlich, direkt der Westweg. So, was wäre denn hier gewesen, wenn ich weiterlaufen würde? Achso, habe ich in diesem Video noch gar nicht erwähnt. Heute ist mein letzter Tag hier. Ich bin am Titisee angekommen und ich werde den Weg nochmal fortführen. Allerdings dann die Westvariante. Also ich werde hier runterfahren mit dem Zug. Dann werde ich wohl die Westvariante runterlaufen bis in die Schweiz und die Ostvariante wieder hoch hier zum Titisee und von hier aus dann wieder nach Hause fahren mit dem Zug. Ja. So, und ich glaube, ich gehe einfach noch mal weiter bergauf, weil der Campingplatz geht da hinten weiter und man kann hier ein bisschen hin und her und irgendwie so einen Rundweg laufen und wieder hinten an den Campingplatz ankommen. Und ich glaube, wenn ich da hochgehe, dann kann ich diesen Weg laufen. Ja, genau, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Wenn ich jetzt den Weg hier hochlaufe, dann kann ich einen großen Rundweg laufen. Komoot habe ich auch gestartet. Mal schauen, wie viele Kilometer da zusammenkommen. Ich denke, das sind nicht allzu viele. Aber ja, einfach ein bisschen laufen. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, was ich hier noch machen soll. Ich war unten am Titisee. Ich habe mir da alles angeguckt. Da gibt es ehrlich gesagt kaum was. Restaurants, Souvenirläden und das war's. Kein Laden, wo man mal normal einkaufen kann. Gar nichts.
Für morgen früh habe ich mir einen Zug gebucht. Eher für morgen Mittag. Hier geht es ganz schön bergauf gerade. Ich werde von hier aus mit der S-Bahn nach Freiburg fahren. Dafür brauche ich auch kein Ticket. Momentan gilt ja das 9-Euro-Ticket noch. Und da ich sowieso ein Jahresabo habe, habe ich automatisch auch immer das 9-Euro-Ticket. Ja, da fahre ich nach Freiburg. Und von Freiburg habe ich mir einen Zug rausgesucht, der nach Bremen ohne Halt direkt durchfährt. Also schon mit Halt, aber ohne Umsteigen, meine ich. Und da einen Sitzplatz gebucht. Und komme morgen Abend dann in Bremen an. So habe ich in Bremen noch ein paar Tage Urlaub. Kann dann noch ein bisschen was machen. Das ist auch ganz gut. Oben angekommen. Ist ungewohnt mit dem Handy zu filmen. Habe ich, glaube ich, erst ein oder zweimal gemacht. Und dann auch nur ganz kurze Videos. Wenn ich dann das nächste Mal den Westweg in der Westvariante weiterlaufe, freue ich mich hierauf auf jeden Fall. Ein Feldberggipfel in 15 Kilometer. Das ist nochmal ein richtiger Anstieg von hier aus ungefähr 500 Meter. So, der hat eine Höhe von 1500 knapp. Das wird auch echt gut. Ja, hier gibt es viele Wege. Und ganz zum Schluss hier noch der Jakobsweg. Ganz anders hier auf einmal. Komplett Ruhe. Es ist angenehm vom Klima. Ja. Und alles grün. Ja, ich werde jetzt einfach ein Stück Westweg gehen. Westweg sage ich schon. Jakobsweg gehe ich als einfach ein Stück. Aber auf dem Westweg war auch schon ein Stückchen Jakobsweg mit drin. Bin ich immer mal wieder bei uns in Bremen schon ein Stück gelaufen. Im Saarland bin ich schon ein relativ langes Stück gelaufen. Und man trifft den ja immer wieder. Der geht ja gefühlt fast überall lang. Ja. Zum Westweg so nochmal. Also sehr schön auf jeden Fall, gerade der Anfang von der Umgebung her dort. Was mir nicht so gut gefallen hat, war so ziemlich der Schluss jetzt vorm Titisee. Die letzten, ja ich sag mal 40, 45 Kilometer so von Hausach. Nach Hausach war das noch ganz schön, da ist der Mega-Anstieg dann. Oben auch, die Hütte ist schön, wenn man oben angekommen ist, ein Stück weiter auch die Hütte, bei der wir übernachtet haben. Aber dann, wenn es richtig losgeht, dort mit den ganzen Straßen und so weiter, ja, da ist dann halt wirklich Waldautobahn so gesehen. Also man läuft gar nicht mehr so schön ähnliche Wege wie hier jetzt gerade. Und wie es davor die ganze Zeit war, also richtige Waldwege, sondern man läuft eigentlich nur noch so die, ja, so Schotterstraßen, die quer durch den Schwarzwald gehen und auch ganz viel asphaltierte Straßen, die größtenteils nur geradeaus gehen oder ein bisschen sich um irgendwelche Hügel und Täler rumschlängeln. Ziemlich uninteressant. Kaum Wald, kaum Schatten, sehr warm und ja, nicht so anschaulich irgendwie. Wie es jetzt weitergeht hier nach, kann ich ja leider noch nicht sagen, weil der Teil liegt ja noch vor mir demnächst. Ich hoffe, ich schaffe das dieses Jahr noch, dann muss ich mal das Wetter ein bisschen beobachten. Aber aktuell ist es ja so, dass das sowieso immer mit dem Schnee und so weiter sich nach hinten verzieht.
dann werde ich auch mit einem bisschen anderem Gepäck unterwegs sein. Jetzt war es ja so, ich war mit, ich schätze mal so 17, 18 Kilo unterwegs, da wir ja zu zweit gestartet sind. Ich auch das Zweimann-Zelt dabei hatte. Ich viel Sachen, viel große, schwere Sachen dabei hatte, die ich eigentlich gar nicht alleine gebraucht hätte. Aber dem Steven die Sachen mitgeben ging auch nicht, weil sonst hätte ich ja nichts gehabt. Ja, aber es ging ja ganz gut. Also was jetzt so Rückenschmerzen und so weiter angeht, war eigentlich gar nichts. Zwischendurch mal ein bisschen so den Nacken, wenn der Rucksack dann irgendwie ein bisschen falsch saß zwischendurch, aber das ging's. Das ging eigentlich eher, hatte ich zwischendurch Probleme mit einer Scheuerstelle so ein bisschen auf der Hüfte vom Bauch-Hüftgurt. Da musste ich dann immer mal ein bisschen umstellen, den zwischendurch mal etwas locker oder enger machen. Aber das hielt sich alles irgendwie noch in Grenzen. Ja, ansonsten, hallo, ansonsten hatte ich keine größeren Probleme. Hallo. Mit den Füßen. Ich habe eine kleine Blase an der Ferse auf der linken Seite, aber die stört überhaupt nicht beim Laufen. Und sonst nichts. Mit der Schuhwahl eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem Laufschuh. Ja. Was gibt es sonst noch großartig zu sagen zur Tour? Also, außer dass die Landschaft echt schön war. Muss ich halt mal anhalten. Ich weiß nicht, ob ich abbiegen muss. Da muss ich gleich mal auf die Karte schauen. Ja, ich hoffe, das geht aber auch schön weiter. Alles, was ich gesehen habe jetzt von dem weiteren Stück, von dem Manuel, also das sieht alles sehr schön aus. Ja, der ist übrigens auch schon fertig mit der Tour, wenn ich das richtig verstanden habe. Müsste aber auch schon längst durch sein. Also der war einen ganzen Tag vor mir, war der schon am Titisee. Als ich am Titisee angekommen bin, war der über den Feldberg schon drüber. Gut, der ist auch nur 15 Kilometer entfernt. Und er hatte halt einen Durchschnitt von 35 km/h am Tag. Kilometer am Tag meine ich natürlich. So. Aber der hat, also jetzt meine ich mit seiner kompletten Tour ist er noch nicht fertig. Der hat noch 700 Kilometer vor sich gehabt, als wir uns getrennt haben. Oder auf jeden Fall kurz danach, so um den Dreh. Ja, aber den Westweg, den hat er dann auf jeden Fall schon mal komplett geschafft. Ja, das heißt, der ist noch ein bisschen unterwegs. Ja, ich schaue mal eben auf die Karte, wo ich lang muss und ja, dann filme ich gleich nochmal wieder ein bisschen was. Ich habe mir eine Bank gefunden, da sitze ich jetzt gerade mit dem Ausblick hier. Und da geht mein Weg eigentlich lang. Ja, der ist jetzt irgendwie gesperrt. Das heißt, ich darf vielleicht ein Stück zurücklaufen. Ich hoffe, das geht hier mit dem Wind. Und wenn nicht, dann entschuldige ich mich schon mal vorab hier für die Windgeräusche.
glaube, ich habe mich hier ein bisschen verlaufen. Ja, die Karten stimmen, also Google Maps stimmt irgendwie mit den Wegen hier gar nicht wirklich überein. Ja. Jetzt laufe ich hier so einen komischen Berg hoch gerade, aber irgendwie in die Richtung, wo hier noch so ein ganzer Berg im Weg ist, da müsste der Campingplatz eigentlich sein. Und hier geht das um den Berg rum, aber irgendwie bergab, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Naja, ich schau mal, wird schon irgendwie klappen. Ja, doch, ich glaube, das klappt. Ich müsste eigentlich gleich wieder beim Campingplatz sein. Ich habe auch nur noch 4% Akku. Also werde ich wahrscheinlich gleich erst wieder filmen, wenn ich auf dem Campingplatz bin. Ja, mal schauen. Was kommt hier? Ja, nach Campingplatz sieht das noch nicht aus. Aber ja, wie gesagt, 4% Akku nur noch. Ich filme gleich, wenn ich es wieder herausgefunden habe aus dem Wald. So, ich bin wieder im Zelt angekommen. War gar nicht mehr weit. Ja. Damit beende ich auch das Video hier, denke ich. Ich werde mir jetzt noch was zu essen kochen. Schon schön, dass du zugeschaut hast. Und alles Gute, bis dann. Ciao.